Ah, von der Arbeit zurück. Mal gucken, was so in Steam Neues gibt. Ja, Arma 3. Jetzt nicht direkt mein Interesse. Payday 2 auch nicht. Dieselbe Sparte. Ja, das übliche Zeug. Oh, Amnesia Machine for Pixies. Ah. Steht schon in meiner Wunschliste. Mal gucken, vielleicht ein andermal. Moment mal. Super Frog HD? Klassiker. Die Wiedergeburt eines Retro-Klassikers 1993 wurde die Welt Zeuge der Geburt einer neuen Art von Support-Team. Heute, 20 Jahre später, Super Frog wieder da. Aber halt, bevor die Vorfreude mit euch durchgeht, Super Frog HD ist nicht einfach nur eine schnell zusammengeworfene Adaption, bla 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 bla. Okay, was haben wir hier? Voll neu aufgeräumte Optik. Aber die alten Locations scheint es noch zu geben. Zumindest haben sie nicht mehr wie 6 Screenshots veröffentlicht, beziehungsweise 7 Stück. €8,99. Das nehme ich doch mal. Waren nur 87,5 MB. Ehrlich? Die Downloadrate, das stimmt überhaupt gar nicht. Ich habe nur eine 6000er Leitung und die schafft niemals 1,1 MB. Und wenn doch, dann stimmt irgendwas mit dem, was zu meinem Vater gesagt wurde über die Leitungen hier nicht. Egal. 87,5 MB und schon drinne. Das gucke ich mir doch mal genauer an. Oh Gott, ein Mauszeiger ist sichtbar. Heilige Scheiße. TikTok ist das. Vor langer Zeit lebten im magischen Königreich ein glücklicher Prinz und eine wunderschöne Braut. Ja, glücklich, weil hässlich und Schwein gehabt mit der Prinzessin. Aber in den dunklen Tiefen des furchtbaren Spukschlosses plant eine böse Hexe den Untergang unseres lieben Paares. So eine alte, alleine. Die eifersüchtige Hexe wollte alles vererben und flog auf ihrem Besen los, um die Prinzessin zu erfüllen und den Prinzen in einen Frosch zu verwandeln. Oh je, es sieht nicht gut aus, aber für unseren einst königlichen, aber schleimigen Helden. Ans Flussufer verbannt hat der arme Frosch keine Ahnung von dem Schicksal, das ihn erwartet. Zum Glück findet unser Held einen magischen Trank, der im Fluss der Verzweiflung schwimmt. Dadurch erhält er den Mut, um der bösen Hexe gegenüberzutreten und seine Braut zu retten. Okay, jetzt mal ganz im Ernst. Das ist die Kurzfassung der eigentlichen Story. Super Frog HD ist ein Remake. Die Musik ist Remix, wie man hört. So, die Steuerung. Gamepad. Naja, sehr viele Möglichkeiten. So, jetzt gehen wir zurück. Die Anzeige. Holy shit, das ändere ich jetzt gleich sofort mal. So. Ich glaube, eine Spielanleitung. Naja, egal. Naja, gehe ich zurück. Okay. Super Frog HD. Ganz ehrlich, ich habe gerade von Introduction im alten Super Frog mehr gehalten. Aber gut, ich will mal nichts weiter sagen. Das hier ist ein Blind-Projekt, so mehr oder weniger. Dann fangen wir einfach mal an. Bin gespannt, was mich erwartet. Oh Gott, wir haben eine Level-Auswahl. Wunderbar. Auf geht's, huh? Darf ich die Story kennen? Ja, das sah jetzt auch sehr überzeugend aus. Magische Wälder. Okay, die Musik wurde extremst verniedlicht. Errungenschaft freigeschaltet, Bonanza, starte ein Spiel. Schätze ich mal. Okay, der Spring ist auf X auf dem Xbox-Controller. Seltsam. Lässt sich aber ändern. Gut, ich habe noch keinen Angriffs-Dingsy. Im Wesentlichen haben sich grundlegend an den Items nicht viele Funktionen geändert. Aber
Ganz ehrlich, es fühlt sich seltsam an. Gerade wie Superfrog aussieht, komm schon, ich war eine niedlichere Optik gewohnt. Man könnte sagen, ich bin Langzeit Superfrog-Fan. Lalalalala. Zumindest die Laufanimation ist cool. So halb. Bonuspunkte. Ach Mist. Ich alle gekriegt. Also, wir haben genau über Sonic spielen für für ein Level 10 Minuten lang Zeit. Auris Lilium, hör auf mit so Fremdwörtern und mich zu schmeißen, ganz im Ernst. Ey, wir können uns sogar ducken! Wir können uns ducken! Aber wir können währenddessen nicht laufen. An der Kamera können wir übrigens nichts tun. Und wenn man einen umläuft, dann stolpert man, verliert eine der HP-Anzeigen. Die war im alten Spiel übrigens eher rechts. Oben hatte man dann eine ganze Leiste. Jetzt hört man richtig, wie es den Viechern wehtut. Und danke, Team 17, es tut mir das auch schon leid, dass ich das Vieh gehauen habe. Ja, die Münzen in einem Smiley angeordnet. Niedlich. Also, ich weiß, dass es dieses Remake schon länger gibt. Ich habe mal nach Super-Fox-Spielen bzw. Gameplay-Szenen geguckt. Und da habe ich schon gesehen, dass es diese Spiele gibt. Ich muss sagen, auf den ersten Blick war ich erstmal richtig enttäuscht von diesem Spiel. Da ich das hier blind spiele, kann ich nicht sagen, ob das hier jetzt großartig meine Meinung ändern wird von diesem Spiel. Da ich jetzt blind spiele, habe ich keine Ahnung vom Levelaufbau. Das heißt, eine klare Struktur ist mir schon mal gar nicht vorgegeben. Aber ich sehe schon, sie haben sehr viele Level-Elemente von den ganzen Wald-Leveln in einen Level gepackt, wie es ausschaut. Ich schätze mal, in diesem Spiel steckt nicht wirklich viel. Bleibt abzuwarten. Gut, ich habe vorhin die Flügel angesammelt. Die haben auch schon im alten Super Frog eine mehr oder weniger Gleitfähigkeit eingeleitet. In der Form, ich springe und drücke wiederholt die Feuertaste, beziehungsweise die Sprungtaste überhaupt, damit Super Frog anfängt zu gleiten. Durch mehrfaches Rücken lässt sich das Ganze abusen bis zum Beten mehr. Aber irgendwann hört er auf, weil er keine Kraft mehr hat. Jedoch durch nochmal Springen hat man das dann wieder drin. Ist zwar ganz nett, dass sie die Levels mehr oder weniger remaked haben, in einen einzigen Level. Aber irgendwo vermisse ich da die Originalität. Spiele auf zu laggen. Es ist ja nur 1600x900. Ich schätze mal, ich springe gleich auf kleines HD zurück. Wer soll denn da reinhüpfen? Ganz einfach, jemand, der einen Geheimgang sucht. Oh Mann. Okay, eine gute Sache, die ich hervorheben muss hier, ist, dass die Kamera sich offenbar genau in die Richtung dreht, in die man läuft. Braucht man also einen Sichtwechsel, so macht die Kamera mit. Obwohl ich eigentlich eher gewohnt bin, dass die Kamera in der Mitte bleibt, so wie sie es gehört. Sieht man nämlich, was hinter einem ist. Super Frog ist nämlich so ein Spiel, das durchaus Platforming in mehr als eine Richtung voraussetzt. Okay, scheint nichts zu sein. Im Wald habe ich keine Ahnung, wo das Ende des Levels ist, und ich habe auch keine Ahnung, ob es da, wie im alten Super Frog, eine Bedingung gibt, das Ganze. Ob es da eine Bedingung gibt, das Levelende freizuspielen. Offenbar muss man das Levelende nur erreichen. Ach, klasse, ich drücke Y, damit das schießt. One-hitted alles, offenbar. Ich mache mich lieber auf den. Das Ende des Levels zu finden, aber ich mag. Ja, das hier ist aus dem ersten Level geklaut, aber die Sonne ist cool. Nicht langsamer werden, nur weil ich was einsammle. Da seht ihr diese Sonne, ist sie nicht geil. Und ganz ehrlich, die alten Soundeffekte waren besser. Na, so sah es schon aus, als man Richtung Ende des Levels im ersten Level im Original gespielt hat. Ich überspringe das Plattmachen von dem Ding mal.
Okay, hier wäre irgendwo ein Geheimgang mal. Und da ist das Exit. Es gibt noch so viel einzusacken. Okay, da ist nichts mehr. Halleluja, Level geschafft. 3 Sterne sogar. So, willkommen zum brandneuen, brillanten Super Frog Spielautomaten. Gib deine schwer verdienten Münzen hier aus. Ist heute dein Glückstag? Scrollen kann ich nicht. Kombiniere gleich drei gleiche Symbole, um etwas zu gewinnen. Gut, dann drehe ich mal. Oh. Bananenpreis. Na. Drehung abgeschlossen. Immer dieses alte Gequake. Tja. Okay, ich weiß nicht, was das gebracht haben soll. Aber das hier fängt jetzt genau an wie der zweite Level. Aus dem alten Teil. Jetzt lass ich diese Viecher überspringen. Gut, in der Regel hat man im alten Super Fox seine Fähigkeiten behalten. Diese Viecher, die man platt drücken musste, die konnte man nicht mit dem kleinen Helferlein platt machen. Boah, nein, im Ernst, ey. Ich steig mal auf kleine Auflösung um. So, alles für kleine, aber ich hoffe, jetzt geht's besser. Also von dem Soundtrack bin ich gerade nicht so sehr angetan, besonders weil ich den alten so sehr gemocht habe. Und auch die Bienen, die sehen ja noch komischer aus. Es fällt mir zwar nicht nur jetzt auf, dass die Bienen seltsam aussehen. Oh, heiliger Mist. Aber mal im Ernst, ey. Wie sehen die aus? Na, in der Luft können wir das Helferlein nicht benutzen. Ist ja mal nett. Aber dafür kann Super Frog offenbar sowieso höher springen als im alten Spiel. Ha, den Geheimgang gibt's auch noch. Kann sowas schon dermaßen hochspringen in diesem Spiel? Aber Super Frog fühlt sich viel langsamer an. Auch wenn seine Laufanimation unglaubliche Geschwindigkeit verzeichnet. Das, was Sonic sich in Sonic 4 Episode 1 und 2 wünscht. Na ja, gehen wir mal den Geheimgang runter. Es ist ja sowieso auf mal scheißegal, wo wir hingehen. Ja, siehst du. Na, ja, das gab's damals, glaube ich, nicht. Nein, ich wollte da nicht nochmal hoch. Darf ich hier entlang? Na. Also mal im Ernst, die haben die Level teilweise neu gemacht und teilweise übernommen. Die können sich auch mal nicht entscheiden, was sie eigentlich haben wollen. Ich frage mich sowieso, wie viele Level es pro Zone gibt. Früher waren es 4. Bin mal gespannt. Nun, ich habe heute nach der Arbeit erst, beziehungsweise nach der Berufsschule, erst gesehen, dass Super Frog auf Steam verfügbar ist. Super Frog HD. Das ist ein Blind Let's Play, deswegen werdet ihr mehr oder weniger meine Ersteindrücke hören und nichts irgendwas total fundiertes, total auf Fakten basierendes. Was ich sagen kann, ist, dass ich Super Frog, das alte Super Frog, viel lieber hatte. Vor allem, wenn man gesehen hat, wo man hingesprungen ist und man runtergelaufen ist. Und es gab ein schönes Geräusch, wenn man einen Geheimgang geöffnet hat. Hier? Null. Schätz mal, wenn ich das Let's Play hier durch habe, werde ich eine Review machen, Alter. Nur um mal den Vergleich zu ziehen. Wie dämlich ich dieses Remake eigentlich finde. Wie unnötig das ist. Vor allem das Intro. Kommt schon. Hm, kein Geheimgang.
Gerade das Intro haben sie meiner Meinung nach doch ziemlich verhauen, weil sie es so gekürzt haben. Und gerade die Details daran haben die auch nicht beachtet. Ja, im Intro stand zwar was vom Fluss der Verzweiflung, aber es war nicht durch... Moment mal, die Igel kann man schrotten? Die Igel kann man schrotten? Wir sind eigentlich Starre gewesen. Was haben die daraus gemacht? Verweichlichte Team 17 Scheißer. Mal im Ernst. Ich mochte das alte Superfolk anders. Ja, früher waren die Spiele brutal. Früher ist mir ein Stachel gefallen. In den unmöglichsten Gebieten. In den unmöglichsten Gebieten. Und früher konnte man diese Igel nicht mit dem Helfer allein schrotten. Vergiss es, das hat nicht geklappt. Hier kann man sie ja praktisch den ganzen Weg freiräumen, wenn man will. Auch wenn die Fliegengegner jetzt eher das Problem sind. Kann ich sogar wegducken, ey. Man hat gesagt, dass ich das extra hier verpassen will. Na, je länger der Gang ist, desto länger braucht er. Schon wieder ein Smiley. Okay, diesem Spiel fehlt einiges. 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 Ich kann gar nicht aufhören zu zählen. Boah. Das war wohl ein Pfeil. Auch wenn er mit Strich besser funktioniert hätte. Oh mein Gott, wo haben sie die überall platziert? Hilfe. Ah, jetzt sind wir unsichtbar eine Zeit lang. Auch wenn es dafür eher so eine Art Pille gegeben hat. Seht ihr? Unbesiegbar. Seltsam gerade Wand, aber... Na, ich schätze mal, dass die Viecher jetzt überall sind, ist berechtigt, weil man die ja jetzt auch mit dem kleinen Helferlein platt kriegt. Oh, im Ernst. Man sammelt hier ja wirklich nur noch für Highscore und für mehr nicht. Früher musste man sich das Ende des Levels erarbeiten. Jetzt nicht mehr. Man hat sich total erledigt. Ich bin enttäuscht. Wirklich enttäuscht. Oh, gedrückt halt bringt jetzt mehr als ständig zu rücken. Na gut. Ah, scheint nicht mehr zu sein. Guck ich mal, ob sich was holen lässt, indem man da runtergleitet. Sollen wir hochkraxeln? Ende des Levels. Trotzdem gibt's noch was zu holen. Ah, jetzt verstehe ich auch den Sinn dieses Trampolins. Na, wie auch immer. Nix hier raus, ich will weiter. Dreh ich mal. Was habe ich den Sinn von diesem Drehen verstanden? Halleluja. Du hast ein Originallevel gewonnen. Man kann die Originallevel freispielen? Okay, okay. Vielleicht haben sie es nicht ganz verhauen. Aber nur vielleicht. Ich will noch nicht sagen, aber ich finde die Waldmusik ist scheiße. Moment, warte mal. Das Helferlein ist weg. Man muss sich die Helferleins wieder freispielen. Na toll. Obwohl es auch was gut so ist. Ich meine, Superfrog 1 hat man arcademäßig durchgespielt. Es gab dann halt nur Passwörter, weil das Spiel damals keine Speicherfunktion hatte. Das hat dieses hier schon. Und sogar Steam Cloud. Obwohl das jetzt nicht viel heißen muss, es hat heute fast jedes Steam-Spiel. Und um Himmels Willen. Ich brauche irgendwie, mit dem ich über diese Spiele quatschen kann. Um Himmels Willen, es gibt so viel zu sagen!
Ich kann es nicht in Worte fassen. Wenn ich dieses Spiel reviewe, dann wird es so hart unter Kritik geraten. Heiliger Mist. Die Musik ist zwar neu, aber sie ist nichts Tolles. Und reicht schon gar nicht an das Original ran. Obwohl, ich glaube, wenn ich die Wildlevel abgeschossen habe, werde ich erstmal gucken. Denn die Original-Level freigespielt zu haben, klingt schon nice. Aber ich setze dem dann auch voraus, dass sie wirklich wie die Originale sind. Oh mein Gott, wir haben die ersten Stachel gefunden! Und hey, sie sind genauso wie die alten. Nur ein bisschen schicker jetzt. Aber das Obst hat sich nie bewegt. Auch wenn es geschwebt hat. Sollte das ja theoretisch auch gleich der Level sein, in dem man auf Wolken rumspringt. Ja, das stinkt ja nach Geheimgang, aber hier ist nichts. Na komm, hier ist einer. Captain Obvious schlägt wieder zu. Stachel! Ihr seid zurück! Helferlein! Du bist auch wieder da. Na gut. Oh Gott. Oh, in die Richtung muss gleich der Exit. Das ist ja perfekt. Ja, kurzzeitiges Power-Up. Oh, ein Kreuzchen. Ja, ich muss da oben lang. Ich könnte natürlich erstmal hier. Nur mal zu entdecken, dass sie hier noch mehr altes Level-Design verbaut haben. Oh, aber da fehlen ein, zwei Sachen noch. Allerdings kamen die auch erst im dritten und im vierten Wildlevel vor. Vielleicht wissen ein paar von euch, wen ich meine. Oder was ich meine. Ja, bequem von hier. Um es jetzt mal im Ernst zu sagen, ich mochte das alte Super Frog trotzdem noch mehr. Okay, das lag nicht an der hohen Auflösung, dass er ständig die Auflösung, dass er ständig die Geschwindigkeit gewechselt hat. Nein. Das ist ja fast so wie ein Emulator. Verringere die Framerate und das Spiel läuft um genau das Selbstfache langsamer. Gut. Auch dazu konnte man platt trampeln. Moment, was habe ich? Oh, achso. Da konnte man früher draufspringen! Team 17, was habt ihr euch gedacht? Okay, ich sollte aufpassen, was ich mache. Habe ich nämlich keinen orangenen Balken oben links mehr? Es waren übrigens damals noch vier. Dann bin ich leicht gearscht. Also beim Soundtrack von diesem Wald ist, abgesehen von der Anfangsfanfare, nix neu, nix alt. Was nicht unbedingt ein positiver Punkt sein muss, Leute. Ich weiß nicht, wer alles Super Frog gespielt hat von euch, aber ich wette mit euch, die es gespielt haben, sind entweder okay hiermit, so halb, oder find's auch mies. Ja, nicht unbedingt mies, aber auf jeden Fall nicht so gut. Sie haben die Level nicht komplett überarbeitet. Sie haben wirklich sehr viel von altem Level-Design aufgenommen. Und geht's nochmal rechts weiter. Aber nicht halt sogar nicht eng. Na, hier muss man vorsichtig sein. Oh, Danger! Oh, sie machen sogar noch Schilder für die Gefahr. Himmels Willen. Ein Super Frog
Im Alten gab es eine versteckte Gefahr. Diese kleinen Steine, wo ich gerade neben stehe. Manche davon waren tödlich. Beziehungsweise waren so Stolpersteine, auf denen Super Frog ausgerutscht ist und dann gestorben ist. Die waren auch wirklich nur dann immer Stolpersteine für mich, wenn ich keine HP mehr über hatte. Heißt also, wenn ich One-Hit war, egal für was. Ja, das sind mal ein paar Hügel, die sich Sonic wünscht. Ja, 2 von 3 Sternen, ich war jetzt nicht überall. Aha. 2 weitere Drehungen. Ja, das rettet hier gar nichts mehr. Im alten Super Frog waren aber auch Kombinationen möglich, die gemischt waren. Und die Slotmaschinen gab es dann auch nur, wenn man auf Gamble gegangen ist. Seltsam. Na gut, das ist dann hoffentlich der letzte Wald-Level. Ich würde dann nämlich tierisch gerne mal woanders hingehen. Ja, es bieten sie einen ab und dann machen sie einen total arschlangsam. Ja, die klingen alle gleich, wenn die sterben. Im Alten klangen die bei weitem nicht alle gleich. Wie geht es Helfer denn überall rein? Komm schon, ich nehme das Spiel nur auf 30 FPS auf, weil es dann nicht so viel Speicher einnimmt. Es ist nicht, dass du mir in die Framerate reinhauen musst. Im Ernst. Okay, ich sehe zu, dass ich meinen Arsch so schnell wie möglich Richtung Exit bewege. Wenn sie so viel vom alten Level-Design aufgenommen haben, wie ich hoffe oder nicht hoffe, dann haben sie auch ein oder zwei Gegner, die gerade in diesem Waldgebiet sehr speziell waren, übernommen. Obwohl, die waren schon im zweiten oder dritten Level nicht mehr da. Von daher habe ich keine allzu großen Hoffnungen. Aua. Ja, dieses Spiel ist kinderfreundlich, aber nicht niedlich. Vergiss es. Würde mein Vater sich das ansehen, er würde sich gruseln. Aber so billige Spiele ist er schon halb gewohnt. Also er hat ein paar gute Spiele. Und er hat Super Frog genau wie ich damals gespielt. Er hat es geradezu gesuchtet. Er hatte alle Level kurz frei gespielt. Und warum? Weil Super Frog gerade dann rauskam, als er jung war. Jetzt, wo er so ein alter Sack ist, macht er das nicht mehr. Super Squisher. Ja, so und so viele Gegner erledigt, ha? Oh Gott. Na, da waren keine Geheimgänge. Hey, ich bin jetzt erst mal gestorben. Wow. Ja, meine Power-Ups sind weg. So. Jetzt will meinen kleinen Helferfreund wieder, damit ich Gegner abplatten kann. Flügel habe ich schon mal. Jetzt kann ich zumindest schon mal wieder ein bisschen durch die Gegend gleiten. Von Gleiten ein Begriff, etwas völlig anderes noch ist. Was aber die meisten meiner Zuschauer gar nicht kapieren können. Das wollte ich nicht. Ah, sie haben mich mal doch eingebaut. Die waren ein paar anderen Orten auch noch. Not satisfied. Obwohl es eigentlich gar nicht schlecht ist, ne? Na, das ist mein Helferlein. Da kann man früher drauf springen. Heute tut man sich dabei weh. Komm schon. Ich meine, auf Schnecken trampelt keiner. Das weiß ich. Oh, Unsichtbarkeitstrank. Die gibt's hier auch mehr. Nein, den Gegner meinte ich nicht. Und den kann man auch erledigen. Das ist ja wohl lame.
Früher konnte er diesen kleinen Helfer noch schreckschießen, wenn er gestanden hat. Jetzt? Geradeaus oder gar nichts. Fick dich, Spieler. Na, da oben ist der Exit. Na. Ich frage mich, wie man sich ihr Leben dazu verdient. Eigentlich ist das der Level, wo man auf Wolken läuft, aber ich habe die Passage bisher nicht erreicht. Und eigentlich war das Exit des Levels auch nicht an einer Sackgasse gesteckt. Na egal, raus hier. Scheiß auf die Sternzahl. Warte mal, Bosskampf? Komm schon, die Exit kam nur als Final Boss vor. Ah, ducken heißt es hier. Fick dich. Crazy Bitch. Ich glaube, die haben das mit dem Schreckschießen weggemacht, damit die Hexe hier nicht so geplättet wird. Scheiße. Ein Treffer und ich bin weg. Aber mein Ernst, das ist lame. Komm schon, ich muss hier nicht mehr wie zwei Knöpfe drücken. Nachdem er die magische Welt erreicht und den goldenen Schlüssel gefunden hat, begibt sich unser Held zum Hexenschloss und zu dem, was ihn darin erwartet. Nett. Soll ich schon wieder drehen? Ach, komm schon, ich will nicht ständig die Slotmaschine drücken. Wobei der 3-Äpfel-Preis ja nicht schlecht ist, ne? Na, das kann nicht wahr sein. Ach komm. Wenigstens die Fledermäuse haben sie nicht so scheiße gemacht. Spukhaus, ey, kommt schon! Schloss! Aber den Soundtrack haben sie wieder abgescrewt. Als wenig konnte man noch nichts falsch machen. Na egal, ich wollte jetzt erst once. So, spielen wir. Scheint aber auch alles in der aufgehübschen Optik zu sein. Na egal, spielen wir im Original 1, ne? Jetzt mal im Ernst. Oh Gott, sie haben die Musik eingefügt. Ja, nicht. Also haben sie original doch noch vorhanden gehabt, aber warum muss es in dieser Optik sein? Komm schon, ich hätte sie gern mit den alten Physics auf die alte Spielweise gespielt. Na, da kann man nur ran, wenn man schweben konnte. Trotzdem fühlen sich die Physics in diesem Spiel sowas von unecht an. Na gut. Wenigstens die Musik stimmt. Aber die Soundeffekte sind noch scheiße. Ich weiß nicht, ob sich jemand die Videos angesehen hat, wie ich gucke, ob ich Superfrog aufnehmen kann. Und wie das dann total viel schlägt. Aber ja, das hier ist das originale Level-Design.
Nur die Optik ist halt Super Frog HD. Was ich nicht gut heiße und auch die Soundeffekte stimmen einfach nicht. Alles, was stimmt, ist der Soundtrack hier. Man kann die Gegner immer noch so erledigen wie im HD. Ganz ehrlich, wenn ich original levelisiert, dann erwarte ich auch wirklich alles original. Naja. Was will man für unter 10 Euro erwarten? Half erst! Also wirklich, das, das war damals schon so ein Punkt. Oh gut, da unten gab es einen Heimgang. Und noch ein mehr? Nein, doch nicht. Schade. So. Genau so zu spielen. Okay, offenbar sind die Physics dieselben. Oder sie haben das Leveldesign so angepasst, dass sich da nicht viel tut. Ich bin mir in diesem Fall nicht sicher. Aber immerhin, sie haben es jetzt auch eingebaut, dass man Münzen einsammeln muss, damit man das Level verlassen darf. Ey, doch. Ich meine, guckt euch an. Die Slot-Maschine existiert immer noch. Tja, ich wünsche, ich hätte am zweiten Rad nochmal drehen dürfen. Oh, ich habe 2 Original-Level gewonnen. Not bad. Aber ich hasse diese Slot-Maschine hier. Na. Na. Na, meine Pommes habe ich aber nicht behalten. Ist gemein. Krieg ich aber hier wieder. Im alten Super Frog hat man den Power-Up behalten, egal was passiert ist, außer man ist gestorben. Ich meine, Leute, guckt euch mal das Level-Design hier an, was ich vorhin gespielt habe. Sehr ähnlich, eigentlich schon zu ähnlich. Das lässt die Original-Level schon beinahe unnötig wirken. Beziehungsweise die neuen Level lässt es unnötig wirken. Also ich weiß nicht, ich glaube, ich werde dieses Let's Play so machen, dass ich alle Original-Level freispiele und gut ist. Und dann werde ich Original-Level spielen. Scheiß auf den neuen Kram! Aber ich muss fairerweise sagen, dass sie wirklich nicht zu viel verhauen haben. Aber ich finde trotzdem, dass die Soundeffekte einfach nicht stimmen und naja, wie Super Frog aussieht halt. Ich fand dieses kugelige, dieses pixelige Ding einfach besser. Es ist aber immer so ein Streitfall bei HD-Neuauflagen von alten Spielen, wie man die nun machen muss, damit sie gut wirken. In diesem Fall ist es halt eine dumme Idee gewesen, alles in HD zu machen, auch wenn die sich drehenden Münzen hier deutlich toller aussehen. Aber die Bienen hätten ruhig wie im alten Design gekonnt, das wäre kein Schaden gewesen. Noch die Feinde, wie man sie besiegt, ey komm schon. DuckTales Remastered. Mickey Mouse, Castle of Illusion. Da haben sie nicht so viel verhauen, da haben sie eigentlich alles so gelassen, wie es war. Abgesehen von bei Mickey Mouse bei gewissen Teilen und bei DuckTales haben sie halt neue Level geaddet. Und natürlich Sound Acting. Yeah. Also, dass die Charaktere auch wirklich was sagen. Das haben sie ja zugetan. In diesem Spiel ist es nicht der Fall. Sie haben das Spiel auf ein Minimum von dem reduziert, was es war. Traurig, aber wahr. Gut finde ich das nicht. So, mal zu den Soundeffekten. In Super Frog 1 fand ich die einfach besser. Die haben besser gepasst. Das hat sich mehr danach angehört, als ob man eine Goldmünze eingesammelt hätte. Ja, okay, hier bin ich jetzt auch gekratzt. Diesen dummen Tod bin ich früher auch schon gestorben.
Allerdings nur dann, wenn ich keinen Helferlein hatte. Falsche Richtung gelaufen. Perfekt. Im alten Super Frog haben nicht alle Viecher gleich geklungen und ich fand das Geräusch, wenn man was platt gemacht hat, deutlich besser. Sie haben nur zwei Soundeffekte für besiegte Gegner eingesetzt. Ganz ehrlich, das ist ein Zeichen von extremster Faulheit. Kann ich Ihnen anders sagen, dieses Spiel hier... 10 Euro sind okay für das, aber... Ganz im Ernst, ich hätte mir das alte Super Frog lieber gewünscht. Gerade weil es auf DVDs, die angeblich die Classics enthalten, nicht komplett enthalten war. Also man konnte bei Pearl Amiga Classics bestellen. Das lief auf Windows auch. So, aber da war Super Frog enthalten, zwar aber nur als Demo. Nicht als Vollversion. Das war scheiße. Oh Mann. Den Original-Level habe ich auch freigeschaltet. Nur dank der Original-Level kann ich euch wenigstens den Soundtrack hören lassen, der einfach besser ist als das, was sie in dem HD-Remake gemacht haben. Das finde ich so schon. So, ich schätze mal, ich werde nach den Waldleveln hier auch erstmal Ende machen. Und dann werde ich ein andermal weiter aufnehmen. Jetzt, wie kann man ein Remake so verhauen? Okay, das habe ich bei Sonic auch schon nicht kapiert. Ach, das klappt immer wieder. Na, ich dachte, ich kann an dem vorbeilaufen. Also ja, man muss sich hier wirklich angestehen, sie haben Level-Design. Sie hatten altes Level-Design verwendet bei den neuen Leveln. Oh, da ist... Ich meine, der hätte eine Kappe aufgehabt und keine Frisur. Na, was soll's. Was soll's. Ja. Da war ich jetzt ein bisschen zu flott unterwegs. So, dass ich töte alles und jeden Ding habe ich wieder. Okay, ist das Ende von so einer Höhle. Damals kann man hier allerdings nicht so einfach hochspringen. Verzeihung, aber ich erinnere mich an diesen Fakt. Konnte man nicht. Es wäre so, dass man von hier aus dahin gelangt ist. Ach, was soll ich machen? Dieses Spiel war von Anfang an nicht so, wie ich es mir vorgestellt hatte. Wenn auch die Sonne nicht schlecht aussieht. Ist auf jeden Fall besser als dieses schwule Grinsen von damals. Ist vielleicht auch nur meine Meinung. Ja. Eindeutig damals gab der Soundtrack und vor allen Dingen die Sounds selbst mehr her. Oh ja, Super Frog atmet hier auch noch. Da ich nicht allzu viel angesammelt habe, wundert mich ehrlich gesagt nicht. Man kann immer nur in eine andere Richtung gehen, das ist schade. Aber sonst wäre es auch viel zu leicht. Tja, gut. Letzter Waldlevel. Ja, ich muss vielleicht noch das Trampolin verwenden. Oh, ich habe ein Game Over hier. Wow. Ach, weißt du was? Scheißegal. Das war's jetzt mal mit Super Frog HD. Obwohl, nein. Komm. Ich spiele den Original-Level noch. Start.
spiel den einen Original-Level noch und dann ist echt Feierabend mit Superfucker D für heute. Und dass sie die Kamera ein wenig geändert haben, ist ein positiver Punkt, weil die hat sich im alten Super Frog nie geändert. Ohne Witz. Nie. Null. Nada. Ja, im Ernst, auf die könnte man draufspringen. Kommt schon. Ich kann mich nicht erinnern, dass sie das in Sonic 4 verhauen haben. Da konnte man Gegner auf alle Arten und Weisen besiegen. Solange der keine Stacheln hat. Aber dieses Spiel tut so, als hätten die Schnecken hier alle Stacheln drauf. Und die Igel wären aus Watte oder Pappe. Mein Ernst. Gut, dass ich das Gleiten schon habe. So, hier auf den... Ah, an den Gegner haben sie auch gedacht. Der lässt Bomben fallen. Aber auch der stirbt. Wer dachte, dass das eine gute Idee ist? Egal, hier ist das Exit. Und so sieht es eigentlich aus, wenn man da nicht rein kann. Und was muss man Team 17 antun, damit sie endlich mal was gescheit machen? Abgesehen von Worms. Das haben sie halbwegs drauf. Auch wenn ich finde, dass The Worms Ultimate Mayhem eigentlich nur ein leicht grafisch aufgebessertes Remake von Worms 4 ist. Das Worms 4 Mayhem hieß. Die 4 wurde auch als Wort verwendet. Moment, ich laufe gerade rückwärts. Warum geht's hier nicht weiter? Crazy. Ja, aber auch hier könnte man schon im alten Level verstecken. Warum ist die Frame schon wieder auf 30? Auf Geflex nochmal. Himmels Willen. Leuchtende Kugeln, scheißende Blumen. Nee, komm schon. Huch. Sie hat doch noch da hoch neben Münzen unter den Nagel reißen. Da hat ja nichts anderes rüber. Flasche! Autsch. Ja, den kann ich jetzt nicht K.O. machen, oder? Okay, von der Seite reinspringen bringt schon mal nichts. Die Hitbox ist größer als der Typ selbst. Also ich wette, diese Frame-Probleme habe ich nicht, wenn ich nicht aufnehme. Man sollte es merken. Dass das Spiel ab und zu mal einfach langsamer wird. Aber früher hatte man nicht diese Probleme mit Super Frog zu zielen. Na. Das weiß ich aber, wo ich lang muss. Früher konnte man den Gegner besser platt machen, weil Super Frog dann halt mal nicht. Ich wiederhole. Nicht. Geradeaus gezielt hat, sondern auch schräg. Ja, und das ist der Level, wo man auf Wolken läuft. Haha, meine Rache. Gut, Level. Ausgang freigespielt. Mein Ernst, ich will dieses Spiel eigentlich viel lieber unter Original-Let's Playen. Aber das klappt halt nicht mit einem Xbox 360 Gamepad. Beziehungsweise allgemein nicht. Realistische Soundkulisse passt zu diesem Spiel nicht.
Aber wie schon gesagt, wenigstens der Soundtrack ist in diesen Originalleveln geblieben. Und genau das sollte auch sein. Ich bin's gewohnt, dass ich die Viecher aus dem Standblatt machen kann. Ernst? Okay, das sage ich eigentlich viel zu oft. Jetzt mal ohne Witz. Ah ja, das habe ich wieder sogar schnell geschafft. Auch nur, weil ich den ganzen Level, nachdem man die magischen Wälder erreicht und den goldenen Schlüssel kommt, ja, und noch das Spukschloss werde ich nicht unbedingt zeigen. Noch nicht. Oh, ich habe ein Original-Level. Was? Alles, was ein Preis ist, ist ein Original-Level? Das ist ja viel zu einfach. Und eigentlich kam hier auch schon Soundtrack von dem Level. Aber zumindest das Grinsen in der Wand ist übergeblieben, auch wenn die Wände damals viel heller waren. Dieser Levelanfang ist sehr nahe zu dem Levelanfang aus dem HD-Remake. Okay, Garmgang gibt es hier noch nicht wirklich und ich werde ab an dieser Stelle auch sagen, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal bei Let's Play Super Frog HD. Bis dann.